Und ich war kurz vor Robotnik. Naja, die Ringe nehme ich trotzdem mal mit. Ach, klasse. Super kann ich jetzt nicht mehr werden. Obwohl. Scheiße. Ohne Ringe werde ich ihn auf jeden Fall nicht besiegen können. Oder? Das wird schwierig. Okay, 5 Ringe. Und es ist doch diese scheiß Robotnik-Form mit den Eiern. Ah, den zu treffen ist die reizende Herausforderung. Am besten geht es wirklich mit Super Sonic. Vor allem, weil die Eier sich einfach mal beschissen bewegen. Obwohl, ich habe es eigentlich halbwegs drauf. So, und Angriff. Denn sobald die Eier ihn schützen und wir auf die Eier dran springen, tut uns das weh. Leider, aber wir müssen alle Eier loswerden, die einfach mal Klone von Robotnik hier freischicken. Oh, bei Sonic 3 gibt es sich auch nochmal, obwohl. Naja, wir werden ja sehen. Auf jeden Fall sowas ähnliches gab es bei Sonic 3 auch nochmal, das weiß ich noch. Okay, Robotnik, komm runter, du hast verloren. Ja, das war's doch nicht. So, aber jetzt. Flieh, flieh, solange du noch kannst. Denn ich kriege dich. Und das war's. Wir haben wieder die nächsten Tiere befreit, die diesmal nicht so bad nix werden. Hey, das ist genial. Da-da-da-da. Tja, Robotnik. Jetzt geht's dir an den Kragen, auch wenn du jetzt gerade fliehst. Wir sind jetzt im Himmels, in der Himmelsverfolgung. Wir fliegen durch die Lüfte und Robotnik hat sich aus dem Staub gemacht, um jetzt zu seinem, ja, zu seinem Kriegsschiff, den Todesei, Death Egg, zu flüchten. Um halt seine letzten Esser aus dem Ärmel zu ziehen. Natürlich haben wir jetzt Tails dabei, der uns dort mal mit seinem Tornado, oder... Ja, zu Englisch auf jeden Fall Tornado, wie er in den nachfolgenden Sonic-Adventure-Spielen ausgesprochen wird, aber ich sag Tornado dazu. Ist auf jeden Fall das Fluggerät, welches ja in nachfolgenden Sonic-Spielen auch sehr oft Verwendung findet. Und hier fing das sozusagen an, dass Tails mit seinem Tornado hier rumfliegt. Flog. Und ja, einfach mal hier direkt, ja, zu Dr. Robotniks Flugschiff, welches sich einfach mal irgendwo am Himmel befindet, hier hinbringen konnte. Oh Mann, diese Gegner hier sind scheiße. Zumindest die, die diese Stachelkugeln fallen lassen. Aber diese, wow, Schildkröten hier sind mal ganz nett. Sehen zumindest ganz nett aus, aber sie sind nicht nett, weil sie einfach mal auf uns schießen. So, dich greife ich mal von oben an und... Ja, ihr seht schon diese Gegner, wenn wir sie uns nähern, dann wird's böse. Und das ist ein Flugschiff, wo wir uns auch gleich drauf, ja, befinden werden oder landen werden. Ja, merkt euch am besten die Stellen schon mal gut, weil da werden wir gleich wirklich noch durchlaufen. Sehr viele Antriebsdüsen, die dieses Ding hat. Auch wenn dieses Death Egg ein bisschen komisch aussieht. Ich glaube, das soll sogar das Death Egg schon sein, zumindest der Prototyp davon. Was soll ich... 3 sah ja schon etwas anders aus. Hui! Ja. Auf jeden Fall. Scheiße, ich habe keine Ringe. Sollte ich jetzt wirklich aufpassen? Erstmal Ringe sammeln. Und. Ja. Kann ich euch schon mal vergewissern, dass Sonic 3 auf jeden Fall auch sehr genial wird, dadurch, dass wir nochmal auf den Death Egg unseren Spaß haben werden. Aber erstmal müssen wir das hier bewältigen. Okay, wir haben es geschafft. Und wir sind auf dem Flügel, auf dem Flügelschloss. Wow, wir werden beschossen. Nein, Tails. Oh, wir haben Tails verloren. Okay, wir kommen auch ohne Tails, denke ich mal, gut voran. Wir befinden uns auf jeden Fall, naja, nicht auf dem Death Egg. Wir befinden uns auf ein, ja, auf den geflügelte Schloss oder Flugschloss. Wie auch immer man das hier übersetzen soll. Welches über den Wolken ist. Und ich habe euch ja gesagt, erinnert euch an diese Punkte, denn... Wir sind jetzt gerade hier. Du solltest dich festhalten, Knuckles. Wo war... Ja. Dann vorbeigeflogen sind und nochmal unter Beschuss. Tails, komm, heile wieder. Wir zählen auf dich. Obwohl, naja. Wir werden es auch irgendwie auch ohne Tails hinkriegen, oder Leute? Ich meine, Tails hat uns heile hierher gebracht. Und wird hoffentlich keine Bruchlandung erleiden. Wäre zumindest ein bisschen schade. Und, ohne Tails sind wir doch sowieso eigentlich aufgeschmissen. Okay, ich könnte mich schon mal in Super Knuckles verwandeln, aber erstmal muss ich das hier heile hinkriegen. Diese Flammen können mir eigentlich nicht schaden, oder? Nein, die dienen nur zur Dekoration, aber ich sollte hier jetzt noch nicht Super einsetzen, weil ich damit schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe in diesem Abschnitt. Dadurch, dass man hier verdammt gut sterben kann, wenn man die Superform in einem Level, wo sehr viele Abgründe sind, ziemlich unpassend nutzt. Aber jetzt geht's los.
Okay. Aber dieses geflügelte Schloss ist auf jeden Fall auch schon ziemlich groß. Okay, es geht eigentlich, aber... Scheiße, ich habe ein bisschen Angst. Auch wenn ich unverwundbar bin mit, ja, mit der Superform, haben wir trotzdem so unsere Probleme. Denn wir können möglicherweise auch zu weit laufen und... Muss nochmal den ganzen Weg hochklettern. Oder können wir uns hier durchglitschen? Ja, das geht auch. Denn diesen Weg laufe ich noch nicht mal, nicht noch einmal komplett. Das könnt ihr vergessen. So, her mit den Ringen. Her damit. Oh geil, diese Plattformen sind scheiße. Wenn die sich umklappen. Und deswegen versuche ich jetzt geschickt, einfach mal hochzulanden. Das würde auch mit Sonic normalerweise gehen. Aber, ja. Ich denke mal, als Superform haben wir sowieso alles, was wir brauchen. Verwundbarkeit bräuchte ich jetzt zwar nicht unbedingt. Halt, ich muss da hoch. Aber ich kann es trotzdem mal aufsammeln, wenn wir schon die Gelegenheit dazu haben. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir kriegen können. Vor allem die Ringe. Die können wir hier sehr gut gebrauchen. Wow, I believe I can fly. Und zwar so richtig. Die Ringe darum kriege ich jetzt nicht mehr. Zumindest hatte ich meine Chance gehabt. Und jetzt geht's abwärts. Ab in die Tiefe. In die Tiefe oder in die Höhe. Moment. Muss ich hier durch? Jai! Okay, jetzt muss ich hier loslassen. Und nochmal loslassen. Hoch loslassen. Und nochmal loslassen. Okay, soweit so gut. Habe ich das hier überstanden. Abwärts. Oh, noch abwärts. Fahrstühle hier. Boah. Scheiße. Hui, jai, jai. Zu benutzen und... Oh Gott, Knuckles, lass mich jetzt nicht im Stich. Mach jetzt keinen dummen Fehler. Auf diese Plattform auch noch zu warten. Oh Gott. Jetzt muss ich mich beeilen. Wenn wir diese Plattform hier wieder einfallen und mich in den Abgrund zerren, dann war's das. So. Jetzt ist mir scheißegal. Och nein. Ping-Pong für Fortgeschrittene. Ah, ist das toll. Halt. Aufhören. Denn Ping-Pong kann ich im Moment gar nicht gebrauchen. Ich habe keine Lust auf Ping-Pong gerade. Zumindest nicht Ping-Pong-Knuckles. Naja. So weit, so gut. Jetzt muss ich nur noch hier heile durchkommen. Wie weit ist es denn noch, bis wir hier durch sind? Ich will endlich in die finale Schlacht eintreten. Wow. Okay. Und jetzt bin ich immer noch oben. Na klasse. Ja, dieses geflügelte Schloss ist groß. Okay, jetzt sind wir innen drin mal. Jetzt sind wir mal in der Maschine drin. Und da ist auch schon Dr. Robotnik. Hey, er hat ein neues Gefährt bei sich. Und es ist ein Laser. Funktioniert nicht, doch. Und den können wir nur angreifen, sofern er wirklich direkt, ja, seinen Kern ausspuckt. Und dazu sind diese Plattformen gut, auf die wir eigentlich springen müssen, um halt das Ding zu erwischen. Und das ist gerade mit Super Knuckles irgendwie gar nicht so einfach. Irgendwie, das zu bewerkstelligen. Aber das ist trotzdem gar kein Problem, weil wir können diesen Laser ohne große Probleme berühren. Okay, sie bringen noch... Oh, oh, das wird knapp, das wird böse, das wird verdammt knapp. Knuckles, lass mich jetzt nicht hängen. Nicht jetzt. Nein. Puh, mit dem letzten Ring. Yay. Das war jetzt verdammt knapp. Danke, dass die Barriere... Hey, wenigstens den Weg noch frei macht. Okay, Robotnik, jetzt verfolge ich dich. Hey, nix fliehen hier mit Rakete. Knuckles, spring dran, Knuckles. Ah, deine Chance ist verdammt... Hey, Tails ist noch da. Er hat's doch noch überlebt. Und jetzt geht's aufwärts und diese Sequenz wird etwas dauern. Ah, Knuckles, klette dich doch einfach dran. Du hattest vorhin schon die Chance, dich vernünftig dran zu kletten. Und jetzt muss Tails dich erstmal dranbringen. Warum bringst du dich nicht gleich zum Cockpit, Tails? Na gut, wenigstens hängen wir jetzt an der Rakete und verfolgen Dr. Robotnik. So dass er uns, ja, nicht entkommt. Auch wenn es jetzt einfach mal direkt ins Weltall geht und... Merkwürdigerweise Knuckles noch lebt. Wahrscheinlich an der Schutzschild, was ich gerade habe. Was aber auch nicht unbedingt sehr viel Sinn ergibt. Okay, wir sind in der Todeseizone in dem letzten Gebiet dieses Spiels. Und haben keine Ringe. Scheiße. Und kämpfen gegen den Prototyp von Metal Sonic. Und verlieren. Na geil. Okay, Leute. Ohne Ringe wird das Ganze etwas schwierig. Auch wenn der Prototyp von Metal Sonic, denke ich mal, dass das sein soll. Wow. Schon eigentlich relativ einfach ist, auszuweichen. So. Ja, hier ist er noch grau. Hier hat er noch keine Farbe bekommen. Ah, Mann, ich krieg das gerade irgendwie nicht hin, so wie ich es hinkriegen will. Und Robotnik steuert ihn sogar noch. Ja. Bei der Metal Sonic, den ihr mittlerweile kennt, oder anfangs kennen solltet oder kennen dürftet, wurde er ja nicht mehr von Robotnik gesteuert. Der hatte schon seinen eigenen Willen. Und, oh Gott.
Ui, komm ruhig angeflogen und... Puh! Zu spät. Okay. Das ist wohl doch nicht so einfach. Ja, ohne Ringe ist es sowieso etwas schwerer. Wenn ich da mal überlege...